Hallo und willkommen zurück bei Guild Wars 2. Ja, ich habe mich hier in ein neues Gebiet begeben. Himmel hilf. Deswegen, dabei ist gar nicht hier früh morgens, sondern hier, naja, kurz nach 5. Halt eine Feierabends-Session und ja, wie gesagt, ein neues Gebiet. Ich bin hier oben im Harassi-Hinterland, Stufe 35 bis 45. Ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, was da los ist. Ich glaube, da habe ich mich auch nur irgendwie ganz schnell durchgehaspelt, als ich mit meinem Krieger Die gelevelt Seraphen am Nachbarstrand haben sich mit den Quaggern verbündet, doch ihnen fehlen Ressourcen und Leute. Neben der Versorgung von Verwundeten und dem Schutz von Flüchtlingen ist auch die Verteidigung des Lagers eine ihrer Sorgen. Ja, okay, schön für euch. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben hier Eisenerz, das können wir halt noch mitholen. Hier gibt es auch wieder Geschenke, aber ich denke mal, die Geschenke lassen wir mal kurz hier links liegen. Mich interessiert jetzt aber mehr hier links. Hier dieser Fertigkeitspunkt, den hätte ich dann schon gerne. Ich hoffe, ich komme da hin. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht drauf gehe. Huch. Weil ich jetzt die ganze Zeit in so einem Low-Level-Gebiet hier ein bisschen gewohnt war. Mit den Dolchen und jetzt. Es wäre immer noch Low-Level-Gebiet, aber. Trotzdem, also man müsste es schon ein bisschen merken. Dass ich da eventuell mehr Schaden drauf kriege. Als gedacht. Eventuell muss ich mir wieder ein bisschen angewöhnen. Die. Ja, halt hier die Elementare, die Einstimmung zu ändern. Während dem Kampf. Und zur Not müssen wir sonst wieder umschalten auf unsere altbekannte, ja, Fokus und hast du nicht gesehen, Skillung. Ach hier. Verliebte Seraphine und Bandido. Ach, Bandido, mein lieber Bandido, ihr seid das nicht in meinem Leben. Ach, wenn es bloß meine Pflicht nicht wäre. Euch. Was? Euch bei Sicht festzunehmen? Und oder zu erschießen? Ach Gottchen. Ja, wie habt ihr euch denn hier kennengelernt? Na, auf dem Schlachtfeld. Ja. Alles klar, so. Hat er dazu zu sagen? Oh Gott, du holde Seraphine, süß wie Rosenrot. Um Gottes Willen, nee, bitte. Ihr wisst aber schon, dass das nicht funktionieren kann. Naja, deswegen, er kann ja umschulen oder sie. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, dass sie hier irgendwie. Ja, was weiß ich hier. So ein Hoppelhäschen und er hier so ein Zentaur wäre oder sowas. Ja. Dann macht mal. Macht mal weiter. Ich bin mal hier. Bin mal hier gucken, ne? Hüpf, hüpf, hüpf. Dieser kühle, stille Ort. Da. Spur magische Energie. Fließende Schatten. Ja, viele sind hierher gekommen, um diese friedvolle Ruhe zu genießen. Genau das Richtige für nach Feierabend. Katsching. So, aber wie ich das sehe, gibt es hier auch noch einen Aussichtspunkt. Mal schauen, ob wir den finden. Denn, wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was das hier für ein Gebiet ist. Ich bin hier total.
aufgeschmissen. Okay, das ging noch. Aber schöner Wasserfall. Kein Wunder, dass die zwei Liebenden sich hier getroffen haben, auch ja, wenn es unter ungünstigen Sachen da ist. Ach, da läuft ein Schar rum. Ich habe schon gerade gedacht, was ist das denn jetzt schon wieder? So, aber gucken, ob wir hier irgendwo hinkommen. Ja. Ja. Bombe. Können wir hier Bombenstimmung machen, aber hier sonst nichts. Naja. So, gibt es hier sonst noch was? Da könnten wir noch rüber. Knochenklappererhöhlen. Schauen wir mal an, was das ist. Höche, Kaninchen, Spinnen, alles hier zusammen. Und Banditen. Banditen. Ja, hier deine Kollegin da. Die macht da nichts großartig. Wieso ist der Feldsack hier einfach so durchgelaufen? Na toll. Die habe ich gleich hier alle am Backen. Passt auf. Schnell mal hier irgendwo halbwegs in Sicherheit bringen. Okay. Glück gehabt. Ups. Dahin. Also ihm am besten halbwegs folgen. So mal. Ganz grob zumindest. Ey, aua. Wer schießt da auf mich? Raupe, Raupe, Raupe. Ach, hier ist auch schön. Aber ich suche... Ich suche hier meinen tollen Aussichtspunkt. Ah, Gildensprint, nee. Geh weg. So. Ja, hier treffen sich dann die ganzen Gildentypis für ihr... Für ihre Gildenmissionen. Ich habe bei keiner noch irgendwie noch bei keiner mitgemacht, deswegen keine Ahnung, was da so genau passiert. Ja, du hoppelst dahin, ich gehe hier raus. Was? Belebt Fenn wieder. Ja, okay, können wir ja mal machen. Wusch. Ja, also das zieht dann schon ziemlich hier am Leben. Wer bist du denn eigentlich? Sieht irgendwie aus wie so ein Urukai, oder? Oh Gott, Grabstein. Das klingt nicht gut. Oh, Elise. Tut mir leid, dass ich beim Angriff nicht da war. Ich hoffe, euer Herz kann mir noch verzeihen. Keine Ahnung. Wer ist Elise? Inschrift lesen. Hier liegt Elise. Ihr Tod überraschte alle, selbst ihren unfähigen Arzt. Ja. Wupp, wupp. Naja, so
so der Tod, der kommt meistens überraschend, aber irgendwie ein Arzt sollte es nicht überraschen. So, was macht ihr denn jetzt hier? Ja, keine Ahnung, was er hier gegen Raupen hat. Oder haben die Raupen da seine Geliebte getötet? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Kommen wir mal was anderes hier. Peitschen wir mal ein bisschen hier rum. Ups. Nein, ich werde bei ihm hier bleiben, nicht hier die ganze Zeit da mit so einem Flohzirkus rumhampeln. Aufwind, schleudert Gegner in der Nähe hoch, okay. Blitzreiten, Schockaura, Blitzberührung. Mhm. Ja, das habe ich jetzt beim nächsten Mal wieder alles vergessen, was die hier alles machen. Oh, zack, zack, zack. Er hat was Riesiges gespürt. Naja, naja. Gut. Ich glaube, aber hier mit Frost komme ich ja am besten zu Rande, glaube ich. Was haben wir hier? Erdbeben. Das bringt man ja nicht. Wir haben es geschafft. Vielen Dank. Naja. Hier komme ich allein zurecht. Ja, alles klar. Dafür habe ich mich jetzt hier abgemüht und dem da hin und hinterher. Für das bisschen. Schneller. So, wo ist denn hier der Ausgang? Da oder da? Da. Na, komm. Ha, endlich wieder Freiheit. So. Gehen wir mal gucken. Ruinen. Na toll. Haben wir da was? Ja, Wegpunkt haben wir da. Ah, hier können wir Fackeln anzünden. Da brennt schon was. Da ist noch eine Fackel zum Anzünden. Was? Trümmer? Kommt da was? Oder kommt da nichts? Ah.
Ah, ja, nur bei der ganzen Aktion in der letzten Folge von wegen hier Löwenstein und so, habe ich ganz vergessen, mir ein neues Buch zu kaufen, um hier weiter zu skillen. Also hänge ich hier immer noch mit meinen Skills hier rum. Beziehungsweise bei meinen, bei meiner Attributverteilung. Ach, Trick. Falsch. Deswegen, ich muss mir das irgendwo aufschreiben, dass ich es beim nächsten Mal nicht wieder vergesse. Was aber durchaus sein kann. Denn hier machen. Au. Hau die mal. So, machen wir kaputt. Können wir auch kaputt machen? Nee. Ach ja, er schreit nicht so. Au! Au! Kommen die denn alle her? Denn? Grabräuber, geh weg. Da ist ja noch einer. Oh. So, können wir hier aufheben, durchsuchen, nicht durchsuchen. Siegel der Magie. Okay. Und ein olles Kriegshorn. Braucht auch kein Mensch. So, Herzchen habe ich fertig. Deswegen lassen wir mal hier das Geröll sein. Wo ist denn hier der Ausgang? Bringen wir uns hier dann selber um. Ja, gehen wir einfach hier runter, vielleicht. Nicht durchs Gebäude krachen. Hier ist doch irgendwo Erz, Silbererz. So, aber da gehen wir auch noch bei dem Herzchen vorbei und gucken, was da vielleicht zu holen ist. Denn wie gesagt, kein Plan, was wir hier haben.
hier geblieben. So, was hast du denn hier? Tika Fokus, aber alles 38, das brauchen wir nicht. Ja, da müssen wir eventuell mal gucken, dass wir da auch noch irgendwie was Besseres kriegen. Danke. Hier so ringetechnisch und so. Denn da haben wir noch jede Menge altes Gelump an. Nicht, dass jetzt unsere Klamotten hier so überragend toll wären. Sind, glaube ich, auch schon seit 10 Leveln mehr oder weniger außer Mode. Deswegen sollten wir da auch mal demnächst wieder weiter skillen eventuell. Aber nicht mehr in dieser Folge und das überhaupt. Denn ich denke mal, ich mache hier an der Stelle Schluss und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!